Es ist ein ungleiches Duell. Mann gegen Vogel. Der Weltmeister im Downhill-Mountainbike-Fahren, G. Atherton, ist gegen den schnellsten Vogel der Welt angetreten. Einen Wanderfalken. Dieser hat ihn quer durch die felsige Landschaft im Norden von Wales gejagt. Als Köder diente ein gelbes Päckchen mit Leckerbissen auf dem Rücken des Mountainbikers. Wanderfalken können Geschwindigkeiten von mehr als 320 Stundenkilometer erreichen. Athertons einzige Chance, das Tier auf Distanz zu halten, ständig die Richtung wechseln und extreme Kurven fahren. Trotzdem, am Ende musste sich der Weltmeister geschlagen geben.